Staffelcamp TV auf DETB 2016 in Berlin. Wir schauen mal von unserer Kamera auf den Park Inn am Alexanderplatz hinaus auf die Stadt und wir sehen ja heute Morgen der Busverkehr. Da ist noch mächtig viel los auf den Straßen, aber so langsam ebbt er dann auch ab. Und wir sind beim Thema Verkehr. Bei uns ist Jörg Kirst, Gruppenleiter Technik beim ADAC Berlin-Brandenburg. Herzlich willkommen. Schönen guten Morgen. Das sicherste Rezept, um sagen wir mal, schadenfrei und entspannt durch den Morgenverkehr zu kommen? Früh aufstehen. Ja, früh aufstehen, ganz genau. Und dann entspannt an jeder Ampel warten und sich nicht aufregen. Auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, schon mal ein ganz, ganz wichtiges Rezept. Entspannt morgens früh auch ins Auto einzusteigen. Und insofern war der Tipp, früh aufzustehen, gar nicht der verkehrteste. Denn wenn man unter Zeitdruck versucht, durch eine Rush-Hour wie Berlin durchzukommen, dann wird schon kribbelig und dann spielen die Nerven manchmal einem auch schon einen Streich. Und wenn wir auf die Fläche blicken, also nach Brandenburg, welche Fähigkeiten sind da besonders gefragt? Also in Brandenburg, denke ich mal, ist es eher wichtig, mit einem entsprechend gut ausgerüsteten Fahrzeug unterwegs zu sein, gerade bei der derzeitigen Jahreszeit. Mhm. Wenn ich von gut ausgerüstetem Fahrzeug rede, dann gucke ich eher auf die Winterreifen oder zumindest mal die Allwetterreifen, denn wir haben ja aktuell immer noch Temperaturen, bei denen es morgens früh schon mal ganz kribbelig kalt sein kann. Genau, wir sind auf der ETB Anfang März. Gut, man sagt ja immer, so um Ostern herum sollte man dann die Winterräder wieder runternehmen. Stimmt das? Ja, das stimmt, nur eingeschränkt. Also wir stellen vermehrt fest, dass die Spitzenzeiten gerade mal der kalten Jahreszeit sich mehr oder weniger verschieben. Wenn wir eigentlich in den letzten Jahren mal davon ausgehen konnten, dass man im Dezember schon Schnee hat, so ist es doch aktuell eher so, dass es eher im Februar, März, vielleicht auch sogar noch im April stattfindet. Wir sprechen auch deswegen über das Autofahren, weil, das zeigen die Statistiken, die allermeisten doch immer noch mit dem eigenen PKW in den Urlaub reisen, innerhalb von Deutschland sowieso, aber wahrscheinlich dann auch in Europa, in angrenzende Länder. Das sind mitunter recht lange Touren, auf die man sich vorzubereiten hat. Nach Ihren Erfahrungen, woran denken die meisten zu wenig? Also die Reisevorbereitung wird oftmals sehr, sehr gut durchgeführt. Gerade wenn es dann darum geht, wo man sein Fahrzeug tanken kann, wie man dann eben auch schon mal, wenn man Kinder dabei hat, entsprechende Rastplätze anwählt mit entsprechenden Kinderspielplätzen, was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. Was in der Regel sehr häufig vernachlässigt wird, ist das Thema Ladung. Mhm. Gerade bei der Beladung des Fahrzeuges wird sehr häufig nicht darauf geachtet, wie schwer denn erstmal das ist, was ins Fahrzeug eingeladen wird, aber darüber hinaus dann eben auch, wo ist denn die richtige Position für die schwerere Beladung. Und wo ist sie? In dem Fall immer ganz unten, also alles, was wirklich schwer ist, schwere Koffer, so weit wie möglich immer nach unten in das Fahrzeug einladen. Stichwort Kinder, also die Frage, sind wir schon da? Die kennen wir alle. Wie hält man denn die Kinder bei Laune? Sie sagen, die Raststätten auswählen und immer wieder ranfahren. Heutzutage aber sind ja viele Kinder auch selbst beschäftigt, haben ja, kleine Spielgeräte in der Hand, Mobiltelefone, Konsolen, je nachdem. Da hat sich doch über die Jahre auch viel verändert. Dass man jetzt ständig aus dem Buch vorlesen muss, die Zeiten haben sich ja vielleicht ein bisschen... Leider muss man schon sagen, klar, die Technik spielt uns in dem Fall erst einmal in die Hände. Heute gibt es E-Books und verschiedene elektronische Spiele. Man kann die Kinder auch mit DVDs beschäftigen, ja. Was aber durchaus immer wieder interessant ist, weil es tatsächlich auch interessant ist für alle Mitfahrenden, sind auch kleine Spielchen. Ich bin beispielsweise mal solche Kleinigkeiten wie Kennzeichen erraten oder genau lustige Wortfindungen ja. Mit Kennzeichen. Aber eben auch das althergebrachte Vorlesen, gerade für Kinder immer eine ganz interessante Geschichte, weil durch das Vorlesen sich doch ganz andere Synapsen auch öffnen, als nur durch das Stumpfe in den Bildschirm hineinlesen. Mhm. Also die althergebrachten Weisen, wie das Vorlesen oder eben auch die klassischen Spiele auf einem Parkplatz, die Bewegungsspiele. Man kann beispielsweise mit ein paar ganz einfachen Steinen kleine Wurfspielchen machen, indem man kleine Zielfelder auf dem Parkplatz aufzeichnet und einfache Wurfspiele macht. Dann hat man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Erstmal bewegt sich das Kind und zum zweiten Mal ist es auch ein super interessantes Spiel, was eben in dem Fall nicht nur die Kinder beschäftigt, sondern auch die Erwachsenen. Also die Reise selbst schon zum Erlebnis machen, den Spaß vom ersten Kilometer an, vom ersten Meter an und nicht erst, wenn man dann irgendwann angekommen ist. Absolut. Also der entscheidende Punkt ist tatsächlich eine entspannte Tourenplanung, was eben auch bedeutet, immer
zeitnah losfahren, also nicht wirklich auf der letzten Minute und versuchen, möglichst 1000 Kilometer mit einer Tankfüllung abzusolvieren, was ja bei den heutigen Dieselfahrzeugen im Übrigen auch kein so großes Problem ist. Aber es tut nicht unbedingt dem Fahrer, dem Beifahrer und den Kindern schon dreimal nicht gut. Wie sicher sind die Fahrzeuge heutzutage? Die gelben Engel sind ja immer noch unterwegs. Haben die weniger zu tun, mehr zu tun? Also wir haben eigentlich eher mehr zu tun, was aber daran liegt, dass auch die Pannen sich verschoben haben. Mhm. Wir haben heute das Problem, dass wir Elektronikprobleme haben. Wir haben Probleme mit den Batterien. Wir haben auch Probleme mit den Reifen. Es sind andere Probleme, die wir noch vor 10, 15 Jahren hatten. Die Fahrzeuge sind deutlich sicher geworden. Dazu führt eben auch die Vielzahl von Assistenzsystemen, die es gibt. Ich nenne da nur mal ABS, ESP, City-Notbremsassistenten. Da gibt es schon eine ganze Reihe von elektronischen Helferlein, die das Fahren mit dem Auto deutlich sicherer machen. Sie sind auch älter geworden möglicherweise und dann auch anfälliger? Ja, also Fahrzeuge werden tatsächlich auch älter, aber nicht unbedingt immer anfälliger. Das hängt immer ganz davon ab, wie diese Fahrzeuge im Vorfeld gewartet wurden. Also wir empfehlen in jedem Fall, vor dem Beginn einer längeren Reise, das Fahrzeug einmal durchchecken zu lassen. Und sei es eben auch nur so die Klassiker wie die Flüssigkeiten vom Motoröl, Kühlflüssigkeiten, aber eben, und da sind wir wieder beim Thema Sicherheit, Scheibenreinigungsmittel. Es wird auch oftmals vernachlässigt, dass eben einfach das Reinigungsmittel nur nachgefüllt wird. Aber gerade für das Entfernen von Insekten auf der Windschutzscheibe bedarf es schon ein ganz ordentliches Reinigungsmittel. Was übrigens auch gerade bei Nachtfahrten immer eine ganz wichtige Geschichte ist. Vieles macht man ja auch selbst. Da muss man nicht unbedingt den Service in Anspruch nehmen. Ja, da haben Sie völlig recht. Das wird oftmals nicht gemacht. Wenngleich man sagen muss, das Thema Reifen, und da sind wir wieder beim Thema Mängel, ist tatsächlich ein ganz entscheidender Faktor. Gerade das Thema Reifendruck im Zusammenhang auch mit der hohen Belastungsquote des Fahrzeuges ist ein ganz wichtiger Aspekt, der in jedem Fall immer vorher geprüft werden muss. Was eben auch nicht nur für einen Verschleiß an den Reifen sorgt, sondern dann in dem Fall auch zu einem erhöhten Kraftstoffverbrauch. Inwieweit ist es dem ADAC gelungen, wieder Vertrauen aufzubauen? Ich denke mal, wir haben, was unsere Kernkompetenzen anbetrifft, das Vertrauen unserer Mitglieder nie verloren. Es gab verschiedene Bereiche, muss man klar sagen, haben wir Fehler gemacht. Mhm. Ja. Ich denke mal aber auch gerade mit unserer Reform, die wir in diesem Jahr auch auf den Weg bringen werden, haben wir ein gutes Stück an dem, was uns am Vertrauen verloren gegangen ist, auch wieder gewonnen. Ich glaube auch, also diejenigen, denen man auf der Straße begegnet ist, beispielsweise gelben Engel, da gab es, glaube ich, nie Diskussionen. Nein. Das waren ja andere Bereiche. Wenn Sie ein Auto entwerfen sollten, dann müsste es wahrscheinlich etwas höher sein. Das ist ja bei Ihnen keine Überraschung. Aber wo sagen Sie, da könnten die Autobauer wirklich mal was machen? Also wenn ich selbst ein Auto entwerfen würde, dann müsste es möglicherweise unterschiedliche Antriebskonzepte haben. Okay. Dann müsste es möglicherweise ein Fahrzeug sein, dem ich individuell ein entsprechendes Konzept wählen kann, wie Elektroverbrennung, Erdgas oder eben auch ein Dieselfahrzeug, weil erstmal alle Antriebskonzepte für sich genommen eine entsprechende Daseinsberechtigung haben. Aber das Fahrzeug müsste als solches auch entsprechend flexibel sein. Mhm. Was eben auch immer wieder beobachten ist, dass Fahrzeuge einfach auch viel zu groß gekauft werden. Mhm. Also nicht zu groß für den Einzelfall, sondern wenn ich in Urlaub fahre, brauche ich natürlich ein großes Auto. Aber es wird eben oftmals auch viel ungenutzter Raum über die Straßen bewegt. Das muss man klar sagen. Und das drückt dann die Ökobilanz und das kann man sich eigentlich sparen im wahrsten Sinne. Das könnte man sich sparen, wenn Fahrzeuge tatsächlich bedarfsgerechter gekauft würden. Gut, ein weiteres Feld für Beratung kann man sich sicherlich auch beim ADAC holen, wenn man da mehr wissen möchte. Jörg Kirst, recht schönen Dank. Gerne. Wir sind etwas schlauer geworden, was die nächste Urlaubsreise betrifft und auch früher aufstehen und entspannt in den Berufsverkehr fahren. Schönen Dank, viel Erfolg. Gerne, schönen Tag noch.